was ist links, was ist rechts? Wenn wir mal an die Ursprünge zurückgehen, dann ist doch links letztendlich die Verstaatlichung von Produktionsgütern. Und rechts ist, dass man dem Privatbürger zutraut, selbst Eigentümer seiner Bäckerei, seines Unternehmens zu sein und verantwortungsvoll zu wirtschaften zum Wohle der Gesellschaft. Das ist eigentlich rechts. Was sollte eigentlich dämonisiert werden? Es gibt da keinen doppelten Boden. Wir sind genauso, wie Sie es auf YouTube sehen. Nicht unbedingt in den Massenmedien, da werden wir selten zu Wort kommen oder wenn in Talkshows dann in 1:4 Konstellationen versucht zu zerreiben. Aber Sie können sich ganz transparent informieren über YouTube. Es gibt keine Partei, die so transparent mit ihren Inhalten umgeht, die auch ihre Parteitage immer live streamt, damit jeder genau zuschauen kann. Guten Morgen, Herr Dr. Rothfuss. Guten Morgen. Herr Dr. Rothfuss, zu Beginn vielleicht das, was wir heute hier machen, das wird aufgezeichnet, auch nicht nur von uns, es wird aufgezeichnet von Ihnen mit einer Handykamera. Das sind aber jetzt im Moment dann nur Sie zu sehen und dieses Aufzeichnen jetzt und auch, was in der Zeitung stand, dass Sie zu Demos gehen und dann selbst dort auch filmen. Welchen Hintergrund hat das? Das ist für mich ganz alltägliche politische Arbeit. Also ich betrachte es als meine Pflicht, als Abgeordneter auch zu berichten darüber, was ich tue. Und ich habe nicht mich gefilmt dort oben auf der Bühne, sondern zwei Reden, die ich für sehr wichtig erachtet habe. Und ich finde, es ist wichtig, auch eben die Botschaften dieser Demos raus zu transportieren, die Kritik, die dort geäußert wird. Das ist wirklich ein Goldstück, letztendlich eine Argumentation für die Demokratie, wenn Betroffene aus den Unternehmen, aus der Landwirtschaft heraus ihre Kritik vorbringen. Das hören wir so im Bundestag nicht in dieser Kompetenz. Ist es eine Unterstellung, wenn ich auch vermuten kann, dass Sie das machen, um anschließend einen Beweis dafür zu haben, dass vielleicht die Medien nicht so objektiv berichten, wie es der Wirklichkeit entspricht? Nein, das ist jetzt da gar nicht der Hintergrund gewesen. Natürlich ist es so, dass meine Medienkritik sehr umfassend ist, aber da sind auch meine Maßstäbe sehr hoch an die Medien, weil eine Demokratie gar nicht funktionieren kann ohne kritische Medien. Und das vermisse ich durchweg, vor allem jetzt momentan bei diesem Versuch, die Debatte umzulenken von der Unzufriedenheit mit der Regierung hin zu die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie und muss angeblich verboten werden. Also das ist schon ein Husarenstück, muss ich sagen. Das würde der Regierung nicht gelingen bei ihren miserablen Umfragewerten von 31% Zustimmung, muss ich mir mal vorstellen, ohne den medialen Apparat diesen Fokus so massiv umzuschwenken und auf einmal so zu tun, als gäbe es eigentlich kein anderes Problem, als wie die Opposition verbieten zu wollen. Ich meine, geht's noch? Demonstrationen gab es in den letzten Tagen, in den letzten Wochen gab es sehr umfangreich in deutschen Großstädten. Mehrere 10.000 Menschen sind auf die Straße gegangen. Zunächst allgemein mit dem Thema gegen rechts, aber auch vereinzelt dann deutlich gegen die AfD. Was sagt Ihnen das? Was sagen Ihnen auch die Massen? Na, das sagt mir einfach nur, dass es natürlich sehr gut vernetzte und verschaltete Organisationen in einer Vielzahl gibt, die alle auf Kommando und auf Zuruf die Leute auf die Straße bringen. Ich meine, das sind jetzt keine wahnsinnigen Zahlen. Wenn man bedenkt, dass da 300 Organisationen dahinter stehen, dass auch Gewerkschaften, Kirchen, weiß Gott, wer alles mobilisiert im Gleichklang, im Gleichschritt mit der Regierung. Ja, die Zahlen sollen uns beeindrucken und die sollen einfach suggerieren, so hat man zu denken. Aber ich frage mich wirklich, also wer gibt sich für sowas her, gegen rechts zu demonstrieren? Ich meine, dann müsste man genauso gegen links demonstrieren. Was soll diese Spalterei? Was ist links? Was ist rechts? Wenn wir mal an die Ursprünge zurückgehen, dann ist doch links letztendlich die Verstaatlichung von Produktionsgütern. Und rechts ist, dass man dem Privatbürger zutraut, selbst Eigentümer seiner Bäckerei,
seines Unternehmens zu sein und verantwortungsvoll zu wirtschaften zum Wohle der Gesellschaft. Das ist eigentlich rechts. Was sollte eigentlich dämonisiert werden? Lassen Sie mich da jetzt eingehen. Dr. Rainer Rothfuss von der AfD heute Morgen im Sonntag von Radio Allgäu zu Gast in der ersten Stunde von 10 bis um 11 Uhr. Herr Dr. Rothfuss, wenn Sie sagen, dass 300 Organisationen aufgerufen haben und dass diese Menschen, die Zehntausende von Menschen dann im Prinzip auf Kommando auf die Straße gehen, das muss hinterfragt werden. Glauben Sie, dass diese Menschen, auch wenn sie einer Organisation angehören, wirklich so mit Trillerpfeife ertönt und dann bin ich dann auf der Straße? Das ist aber schwer zu glauben. Ja, bei manchen Menschen ist es tatsächlich so, dass die auf diese einfachen Signale reagieren. Aber ich glaube, dass die Unterstützung gar nicht so breit ist in der Bevölkerung, denn die Bevölkerung versteht einfach mittlerweile in breiten Teilen, dass diese Politik, die seit Jahren in Deutschland gemacht wird, nicht zum Wohle der eigenen Wirtschaft ist, zumindest der kleinen Unternehmen. Und es ist nicht zum Wohle des einfachen Verbrauchers, des Arbeitnehmers, der unter Steuer- und Sozialabgabenlast ächzt, des Rentners, der nicht mehr weiß, wie er seine Wohnung finanzieren soll, aber von seiner Rente noch Steuern bezahlen soll. Die Menschen sehen doch die Realität. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass das eine gewisse Blase ist, die von den Medien tatsächlich auch entsprechend befeuert wird und überall ganz groß gezeigt wird, während die gleichzeitig stattfindenden Bauernproteste oder auch von Spediteuren, Handwerk etc., die wurden auf einmal ausgeblendet und stattdessen gab es minutenlange Berichte und Sondersendungen und alles Mögliche. Da habe ich schon das Gefühl, dass das Scheinwerferlicht der Kameras eben in eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll. Wem das nicht auffällt, da muss ich sagen, bitte etwas kritischer die Medien auch betrachten, denn Medien sind Herrschaftsinstrumente. Dort wird Meinung gemacht. Dort werden auch Wahlergebnisse bestimmt durch diese einseitige Meinungsmache. Gut, auf das Thema, was die Medien anbetrifft und vor allen Dingen, was Sie jetzt gesagt haben, auf die angebliche Beeinflussung von Wahlergebnissen durch die deutschen Medien, müssen wir dann extra nochmal drauf eingehen, bevor wir wieder Musik machen, Herr Dr. Rothfuss von der AfD. Ich hatte bei mehreren Personen angefragt, ob diese bereit wären, mit Ihnen in ein Streitgespräch zu gehen, also in Anwesenheit von Ihnen und einer anderen Person. Das wurde abgelehnt mit mehreren Begründungen, aber es lautete im Tenor immer so, ich möchte denen nicht nur eine Plattform bieten. Was sagt Ihnen das? Das sagt mir, was die Taktik ist. Man will so tun, als hätten wir keine Argumente, als dürfe man sich mit uns nicht auseinandersetzen. Und dahinter steckt letztendlich einfach nur die Tatsache, dass unsere Argumente gut sind, dass die durchdacht sind und dass es der Gegenseite einfach total schwer fällt, dagegen argumentativ vorzugehen. Deswegen ist das bequemere Mittel, einfach zu sagen, mit denen rede ich nicht, denen gebe ich keine Plattform. Aber das wird auf Dauer nicht aufgehen. Sie werden sich natürlich mit uns argumentativ auseinandersetzen müssen. Der Bürger zwingt sie dazu, indem er in Umfragewerten unsere Partei einfach doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch einstuft wie noch vor einem Jahr. Und wenn die anderen Parteien da nicht reagieren, wenn denen nichts Besseres einfällt, als wie jetzt mit dem Verbotshammer zu schwingen, dann wird auch dem Bürger irgendwann klar werden, dass hier ein ganz schön mieses Spiel abläuft und dass das einer Demokratie unwürdig ist. Sagt Dr. Rainer Rothfuss von der AfD heute Vormittag im Sonntag von Radio Allgäu-Hit. Keiner der Angefragten, Herr Dr. Rothfuss, hatte ich vorhin gesagt, war bereit, mit Ihnen in ein Streitgespräch zu gehen. Deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Zunächst mit Ihnen und dann mit der Frau Wittmann in der zweiten Stunde. Angst war mein Stichwort vor der Musik. Zehntausende von Menschen, denen Sie unterstellen, dass die organisiert sind, egal denn wo, und dass sie dann auf Kommando auf die Straße gehen. Wenn man aber die Medien verfolgt und auch die Menschen, die dort befragt worden sind, dann äußern die Angst. Angst gegenüber dem Rechtsruck, Angst gegenüber der AfD und Angst darüber, dass die AfD einmal politisch eine Kraft erreichen könnte, die durchaus dafür sorgen könnte, auch dass unsere Demokratie einen anderen Weg gehen würde. Ja, das ist totaler Quatsch. Wir sind absolut Grundgesetzpartei und wir feiern die Existenz des Grundgesetzes. Wir fordern sogar noch die Ausdifferenzierung von Demokratie nach Schweizer Vorbild, dass wir auch Volksentscheide machen können über wichtige Fragen. Das hat jetzt gerade erst unsere Parteichefin und meine Fraktionschefin Alice Weidel auch gesagt. Wir würden zum Beispiel nicht, weil es einen Parteitagsbeschluss gibt, über einen Dexit, einen Austritt aus der EU, weil wir einfach sehen, dass die EU
letztendlich unsere Möglichkeiten, unseren Wohlstand aufrechtzuerhalten, mittlerweile mehr gefährdet, als sie zu fördern, dass die EU auch Konflikte wie den Ukraine-Konflikt mehr zu verantworten hat, vorbereitet hat, als zu ihrer Lösung beizutragen, dass wir so eine Entscheidung niemals einfach nur treffen würden, weil wir ein bestimmtes Wahlergebnis erzielt haben und dann die Machtfülle darüber hätten. Wir würden so eine Frage dann der Bevölkerung vorlegen. Und dann wäre es Aufgabe der Medien, differenziert hinzuschauen, wo ist tatsächlich die Bedrohung der Demokratie durch die EU. Denn sie hat Demokratiedefizite, das wissen wir ganz genau im System. Sagt Dr. Rainer Rothfuss von der AfD an diesem Sonntagvormittag bei Radio Allgäu, wenn Sie sagen, dass Sie offensiv nach draußen gehen, zum Beispiel wenn es um den Ausstieg oder die Veränderung der EU geht, was sagen Sie denn dazu, dass in den Hinterzimmern oder in einem Hinterzimmer in Potsdam es dieses Treffen gab mit AfD-Vertretern auf der einen, aber auch mit CDU Vertretern, die zur Werteunion gehören und jetzt noch der CDU wohl zugerechnet werden müssen, und dass dort wohl, das finde ich auch, das schlimmste Wort einer sogenannten Remigration verwendet wurde. Ist es auch angesichts der Tatsache, dass wir viele Menschen in unserem Land haben, die einen Migrantenhintergrund haben, die eigene Staatsbürgerschaft lange Zeit schon abgegeben haben, mittlerweile die deutsche haben. Wenn dann jemand irgendetwas anstellen sollte, was sicher nicht schön ist, juristisch bearbeitet werden muss, dass der, wenn Sie, das heißt nicht Sie in der Person, die AfD was zu sagen hätten, dass diese Menschen fürchten müssen, dass sie eben migriert werden, also aus dem Land verwiesen werden, irgendwo hingeschickt werden. Ja, also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nur noch mal sagen, ich kann verstehen, dass Menschen Angst haben und deswegen gegen die AfD auf die Straße gehen, aber ihnen werden irrationale Ängste gemacht. Ich meine, es ist völlig grundgesetzkonform, es ist gesetzeskonform, dass man sich über diese Frage Gedanken macht, über politische Lösungen Gedanken macht, wie umgegangen wird mit mehreren hunderttausend ausreisepflichtigen Asylbewerbern, die laut Gesetz das Land sofort verlassen müssten, dass man sich Gedanken macht auch über die Frage, wie kann man damit umgehen, dass vielleicht der ein oder andere Migrant die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, aber dann entweder schwerst straffällig wurde oder sogar sich irgendwelchen Terrororganisationen angeschlossen hat. Diese Fälle gibt es. Ja gut, aber in den Fällen kann ja heute schon ausgewiesen werden. Also jetzt nicht bei denen, die einen deutschen Pass haben, sondern die nach wie vor einen ausländischen Pass haben. Dann kann in bestimmten Fällen, vor allen Dingen dann, wenn der Status noch nicht geklärt ist, kann ja die Ausweisung erfolgen. Richtig. Und genau um diese Fragen geht es. Denn faktisch kümmert sich die Regierung, kümmern sich auch die Landesregierungen nicht annähernd effektiv genug darum, wie diese Probleme zu lösen sind. Und das sind gesetzeskonforme Aufträge an die Regierung. Die werden einfach nicht erfüllt. Es wird nicht ausgewiesen in diesem Maße, wie es eigentlich auch zur Wahrung der Sicherheit der öffentlichen Ordnung Deutschlands nötig wäre. Und genau darüber unterhalten wir uns, dass daraus aber dann Deportationspläne gemacht wurden, dass Menschen mit Migrationshintergrund, aber deutscher Staatsbürgerschaft ausgewiesen werden sollten. Ich meine, das sind alles Horrormärchen, die bewusst inszeniert wurden. Denn wir haben mehr Migrationshintergrund bei uns in der Fraktion im Bundestag als zum Beispiel neben uns die CDU/CSU. Sollten wir ein Interesse an Ausweisungen dieser Menschen haben? Wenn ein Dr. Rainer Rothfuss von der AfD das jetzt so sagt, der auch in der Definition der etablierten Volksparteien eher als ein gemäßigter Kandidat der AfD gesehen wird. Wenn der das aber so sagt, wenn das so in dieser Form auch irgendwo niedergeschrieben ist, aber dann in Hinterzimmern in Potsdam eine andere Rhetorik gewählt wird, die im Ausdruck dessen, was diese Worte, wie man sie deuten kann, dann viel schlimmer ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Schreiben Sie irgendetwas, um demokratisch zu wirken, und in der Wirklichkeit arbeiten Sie in Hinterzimmern genau gegen diese Demokratie. Das ist eine bösartige Unterstellung, die auch tatsächlich von Korrektiv bewusst zirkuliert wurde. Ich weiß, was in diesen Hinterzimmern gesprochen wurde. Waren Sie dabei? Ich war nicht dabei, aber Gerrit Huy, meine Bundestagskollegin, und wir haben uns mit ihr in der Landesgruppe Bayern, aller Abgeordneten aus Bayern, unterhalten, und sie hat gesagt, es ging gar nicht um diese Themen. Sie gehört nämlich auch zu denen, die die Wirtschaft repräsentieren. Sie war die erste Managerin überhaupt in einem Vorstand bei Daimler. Sie kennt dieses Land, sie kennt die Wirtschaft, sie ist eine total vernünftige Frau. Sie hat gesagt, sie hätte sofort
diesen Saal verlassen, wenn dort solche Themen besprochen worden wären. Aber dort waren auch mehr CDU-Mitglieder sogar als wie AfD-Mitglieder. Es war überhaupt nichts, was von der AfD veranstaltet worden wäre. Es ging nicht um dieses Thema. Es ging darum, wie einfach Recht und Gesetz umgesetzt werden. Ich persönlich wäre trotzdem nicht hingegangen zu diesem Treffen, weil Martin Sellner dort eingeladen war. Ich möchte es überhaupt nicht inhaltlich jetzt festmachen, aber es gibt einfach eine... Welche Distanz haben Sie zu ihm? Es gibt eine Unvereinbarkeitsliste der AfD und da steht die Identitäre Bewegung drauf, der Martin Sellner als internationaler Kopf vorsteht. Und deswegen machen wir keine Veranstaltungen mit der Identitären Bewegung. Wir akzeptieren keine Mitglieder. Die werden nicht aufgenommen in unsere Partei, wenn sie aus der Identitären Bewegung kommen. Und keine andere Partei macht sich diese Mühe in Deutschland, bei der Aufnahme der Mitglieder so genau zu untersuchen, wer bei uns reinkommt und auch Leute auszuschließen. Hätte es von der AfD nicht mehr deutlicher, entschlossener eine ganz klare Reaktion geben müssen, mit Ausnahme, dass die Frau Weidel ihren persönlichen Referenten geschmissen hat? Also ich weiß überhaupt nicht, warum sie Dr. Roland Hartwig rausgeschmissen hat, weil Dr. Roland Hartwig war eigentlich der Vorsitzende gewesen noch der Verfassungsschutzkommission innerhalb der Bundes-AfD unter Jörg Meuthen und er ist nicht mehr in den Bundestag gewählt worden und wurde dann von Alice Weidel angestellt. Ich habe da fast meine Fragezeichen bezüglich Roland Hartwig, weil ich denke, er wusste doch, dass es ein gefundenes Fressen für die Medien würde, wenn er da in einem Saal sitzt mit Martin Sellner. Also, warum hat er nicht sofort die Sitzung verlassen? Also unklug und dumm, wenn man dieses Wort verwendet. Grobe Fahrlässigkeit, genau. Selten hat sich in der Bundesrepublik die Bevölkerung, die Politik wie auch die Medien so kritisch auseinandergesetzt mit einer Partei, wie es alle drei mit der AfD schon seit längerem tun? Naja, also ich denke, dass es tatsächlich dieser Spaltung bedarf, dass eine Kooperation mit der AfD möglich wird seitens der Union. Die Werteunion ist aus der CDU entstanden und wird auch Teile der CSU mitreißen. Und es ist letztendlich nur eine Korrektur in einem ganz normalen demokratischen Prozess, wo eine künstliche Brandmauer errichtet wurde, die überhaupt gar keinen Zweck erfüllt. Denn wer ist denn hinter dieser Brandmauer? Hinter dieser Brandmauer ist kein gefährlicher Brand. Das soll doch das suggerieren, dass die AfD so gefährlich sei. Es sind aber Demokraten, die ein gewisses Verständnis über Demokratie haben, die Spielregeln der Demokratie einhalten, die zu dieser Demokratie stehen und die aus dieser Wertung heraus Entschuldigung, sagen, dass genau diese Wertigkeit diese Brandmauer ist. Das heißt, die Abgrenzung, dass wir das auf der anderen Seite, sprich bei der AfD, eben nicht vorfinden. Naja, also ich meine, wir müssen doch jetzt schon auch so realistisch sein, dass wir wissen, dass die Parteien natürlich auch ihre Sitze im Parlament sichern wollen, ihren Wiedereinzug sichern wollen. Und die AfD ist einfach eine aufstrebende Konkurrenz. Und jahrelang hätten die anderen Parteien Zeit gehabt, gewisse Kurskorrekturen vorzunehmen, die wir angemahnt hatten bei der Migrationspolitik, bei der Klimapolitik, die sich ja jetzt im Geldbeutel der einzelnen Verbraucher niederschlägt, Stichwort Heizungsgesetz. Längst hätten sie doch alle reagieren können auf unsere Kritik. Aber nein, stattdessen hat man uns dämonisiert, eine Brandmauer herbeifabuliert und tut so, als seien wir wahnsinnig gefährlich. Es geht darum, diese Parteien wollen ihren Machterhalt absichern und Maaßen spuckt ihnen da jetzt in die Suppe und sagt, Moment, ich finde die Position der AfD in der Demokratie durchaus vertretenswürdig. Und wenn das die CDU nicht mehr vertreten will und die CSU, dann tu's ich jetzt und auf einmal wird ein Maaßen dämonisiert. Gehen wir weg von der CDU, gehen wir zur FDP. Und zwar in der Person des Finanzministers Lindner, der gesagt hat, dass man nicht eine Partei, die man nicht akzeptieren will, die man in der Bewertung auch sehr kritisch sieht, dass man die nicht, gerade was das Parteienverbot anbetrifft, nicht verbieten sollte, sondern man sollte sich ihr stellen. Ist das ein Signal aus der FDP, jetzt von Lindner, durchaus auch die Nähe zur AfD zu überdenken? Wie verstehen Sie das? Oder wie haben Sie das verstanden? Nein, ich würde einfach sagen, Christian Lindner hat sich ein Stück weit Verstand und selbstständiges Denken bewahrt und er weiß auch, dass das von den Wählern der FDP gefordert wird. Die Wählerschaft der FDP ist nicht die, die auf Verbote hofft, um irgendwelche Probleme zu lösen, sondern auf den gesunden Menschenverstand. Genau das betont hier Christian Lindner.
Wenn wir bei diesem Thema gerade bleiben, dass die Partei, die AfD, verboten werden soll, dass zumindest darüber nachgedacht wird, erst recht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was die Finanzierung anbetrifft gegenüber jetzt der NPD, bleiben wir aber bei dem Parteienverbot. Da gibt es viele Warnungen. Der ehemalige Richter am Verfassungsgericht Müller hat im ARD-Morgenmagazin in dieser Woche auch dringend davor gewarnt, aber seine Warnung, wie auch von anderen Leuten, war, dass man die AfD erst recht damit in eine Situation wohl bringen würde, in dem sie noch vielleicht mehr akzeptiert würde, weil eine Märtyrerrolle wohl hergestellt würde. Ja, definitiv. Also das erwarte ich auch, dass dann die Bevölkerung wirklich aufsteht und sagt, Moment, so geht's nicht. Weiterhin schlechte Arbeit abliefern in der Regierung und dann über ein Verbot der Opposition fabulieren, die würden ja einen massivsten, niemals wieder gutzumachenden Schaden einer Demokratie eingehen durch ein Verbotsverfahren. Auch schon solche Fantasien wie die Parteienfinanzierung zu entziehen. Ich meine, das würde uns trotzdem nicht zum Einsturz bringen, weil wir einfach Bürger sind, die für diese Sache einstehen, die auch ohne Geld auf die Straße gehen und für die Ideen werben, die unserem Land einfach helfen sollen. Dr. Rainer Rothfuss von der AfD sagt, dass in einer Demokratie der Verbot einer Partei sehr streng geregelt ist, es hohe Maßstäbe dafür gibt, spricht nach meinem Dafürhalten, Herr Dr. Rothfuss von der AfD, für eine Demokratie, weil man ein breites Spektrum zulassen will und auch muss, und dabei auch durchaus bereit ist, an gewisse Ränder zu gehen. Jetzt aber die Frage, bei der NPD gab es den Antrag des Verbots zweimal, ist zweimal gescheitert. Das Verfassungsgericht hat aber ganz klar gesagt, die NPD ist verfassungsfeindlich, hat aber das Verbot abgelehnt mit der Begründung, dass man gesagt hat, dass zu diesem Zeitpunkt die NPD schon so klein war, dass sie im Prinzip in ihrer politischen Wirkung und Gefahr für die Demokratie schon keine Gefahr mehr darstellt. Jetzt hat man, das Verfassungsgericht hat im Übrigen, das muss man auch wissen, der Politik ja den Hinweis gegeben, ihr könnt aber was mit der Parteienfinanzierung machen. Da wurden jetzt die Anträge gestellt, das Verfassungsgericht hat jetzt dahingehend entschieden. Zurückgehen wir mal zur AfD. Die AfD ist aber nicht mehr marginal klein wie die NPD, sondern sie hat schon eine staatliche Zahl. Wenn man sich in den ostdeutschen Bundesländern anschaut, dann sind die Werte 30% und höher. Also da ist wohl eine Existenz von einer Fülle, von einer Macht, die durchaus geeignet sein könnte, dass das Verfassungsgericht darüber nachdenkt. Unter anderem dann, wenn man sich all das anschaut, was man im Internet lesen kann, was von einzelnen AfD-Mitgliedern an Dingen gesagt worden ist. Da gibt es Worte wie, nehmen wir das aktuelle, Remigration. Da gibt es das Wort Entsorgung. Entsorgung von Menschen, die uns nicht genehm sind und viele andere Dinge. Sie schütteln mit dem Kopf, es ist aber gesagt worden dann auch. Oder das war im politischen Wettbewerb auf einzelne Personen bezogen und das haben andere Politiker auch schon längst getan. Aber jetzt ein Verbotsverfahren. Wenn wir in einem Rechtsstaat leben, müsste doch darauf fußen, dass wir in unserer Programmatik irgendwo die freiheitlich-demokratische Grundordnung hinterfragen, gefährden. Und da werden Sie einfach nichts finden. Sie müssten dann zumindest mal reinschauen, gab es denn irgendwelche radikalen Positionen, die im Programmfindungsprozess vielleicht geäußert wurden und die dann nur eben von einer Mehrheit überstimmt wurden oder wo es aus redaktionellen Gründen hieß, mit so einer Forderung können wir nicht rausgehen. Aber Sie werden ja rein gar nichts finden und ich kenne da die AfD einfach in- und auswendig seit 6 Jahren. Ich bin selber Mitglied der Bundesprogrammkommission, ich war in Bundesfachausschüssen. Ich habe das Bayern-Programm für die Landtagswahl 2023 selbst mitentwickelt. Es gibt keinerlei Diskussionen über irgendwelche Punkte, wo wir unsere Demokratie abschaffen wollen. Die gibt es einfach nicht. Es gibt einfach nur Forderungen, die im Mainstream mittlerweile so verächtlich gemacht werden, dass ihnen das Prädikat rechtsextrem angeheftet wird, die aber laut Hans-Seidel-Stiftung vor 15 Jahren noch von der CDU, von der CSU vertreten wurden, wo wir jetzt als AfD stehen. Und so kann kein Verbotsverfahren jemals funktionieren. Das ist totaler Quatsch, substanzlos. Warum verlangt der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Papier, man möge die Position des Verfassungsgerichtes in das Grundgesetz mit aufnehmen, um damit gewissermaßen diese Position unangreifbar zu machen und gewissermaßen auch einer leichtfertigen Veränderung zu schützen. Hat die AfD
als eine Partei, die doch sehr weit rechts steht, dazu beigetragen, dass er sowas sagt? Ja, ich weiß nicht, wir stehen nicht besonders weit rechts. Wir stehen dafür, dass endlich die Gesetze zum Schutz unserer Grenzen umgesetzt werden. Wir stehen dazu, dass die Verfassung geachtet wird, laut Artikel 16a. Das steht auf dem Papier. In Äußerungen in dem politischen Leben, nicht nur, weil Sie es vorhin marginalisiert haben, auf eine wenige Person, es sind mittlerweile schon sehr viele Personen, die sich in ihrer Wortwahl so äußern, dass man Zweifel haben könnte an dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich kann mich nicht an den Äußerungen einzelner Verfassungsrichter festmachen, denn Sie wissen, dass die auch politisch selektiert ausgewählt. Ich hatte die Äußerungen von AfD-Mitgliedern jetzt gemeint, die sich geäußert haben in einer Rhetorik, wo man fragen muss, auf welchem Boden steht ihr denn überhaupt? Ja, also unsere Rhetorik deckt sich mit der Programmatik. Wir sagen einfach, es kann nicht sein, dass sich der deutsche Staat auf Dauer auf der Nase herumtanzen lässt und ganz viele Asylsuchende hier akzeptiert. Warum hat Herr Papi aber Angst davor, dass die Position des Verfassungsgerichtes keine Bleibeberechtigung haben? Das wollte ich noch zu Ende sagen. Warum hat der Herr Papi aber Angst und macht sich Sorgen um das Verfassungsgericht? Meines Wissens nach ist das Bundesverfassungsgericht ein Organ, das den Rechtsstaat hochhält und schützt. Und deswegen haben wir kein Problem mit dem Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht wird natürlich ganz genau hinschauen müssen, sollten die anderen Parteien die Dummheit besitzen, ein Verbotsverfahren anzustrengen. Ich glaube nicht mal, dass es so weit kommen wird, denn sie werden natürlich großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl geben, dass wenn mal eine politische Kraft aufsteht und sich für die Interessen der einfachen Bürger einsetzt und nicht nur der großen Industrielobbys, dass die dann sofort unter Beschuss sind. Ich meine, es ist ja fast wie Kurt Tucholsky es schon gesagt hat, wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie längst verboten worden. Nein, das verbietet man jetzt einfach die Oppositionspartei, die was verändern würde. Das trauen die sich nicht. Und ich vertraue da voll und ganz auf den Rechtsstaat, dass sowas nie kommen wird. Dann warten wir das ab, wie sich das entwickelt. Dr. Rainer Rothfuss von der AfD zu Gast im Sonntag von Radio Algorithm an diesem Sonntagvormittag. Bleiben wir jetzt bei den Hinterzimmern oder ganz einfach den Räumen im Deutschen Bundestag, wo Sie zusammensitzen mit Ihren Kolleginnen, Kollegen von der AfD, haben Sie innerhalb dieser nicht öffentlichen Sitzungen dort auch mal den Mut, Kritik an der AfD zu äußern und vielleicht Ihre insgesamt auch eher gemäßigte Einstellung zum Besten zu geben und dringend davor zu warnen, welchen Weg hier die AfD geht und das unter Beweis zu stellen, was Sie hier gesagt haben, dass nach Ihrem persönlichen Duktus die AfD auf dem Boden der Demokratie steht. Haben Sie diesen Mut? Wenn ja, in welcher Form haben Sie sich denn da geäußert? Wir streiten uns innerhalb der Fraktion natürlich ständig über sachliche Inhalte, wie wir die vertreten können. Und das ist für uns überhaupt nichts Neues. Aber niemals gab es irgendwo eine Diskussion, wo irgendeine zu radikale Forderung zurückgeholt hätte werden müssen. Innerhalb dieser Diskussionen im Bundestag, in den Hinterzimmern, wie Sie sagen. Natürlich unterhalten wir uns ständig über politische Initiativen, über Positionierungen. Aber mir sind dort keine radikalen Vertreter bekannt unter diesen sehr, sehr vielen Bundestagskollegen. Wir müssen nirgendwo etwas zurückholen. Es ist immer nur die Frage, was ist unser Grundsatzprogramm, was ist unser Wahlprogramm, was fordert die Basis bei den Bundesparteitagen, das ist ja zu trennen von der Fraktion. Und wir als Fraktion müssen uns überlegen, wie vertreten wir die Forderungen im Interesse der Bevölkerung im Bundestag und bringen die eben entsprechend zur Sichtbarkeit dann auch in die Medien. Das ist alles, um was es geht. Es gibt da keinen doppelten Boden. Wir sind genauso, wie Sie es auf YouTube sehen. Nicht unbedingt in den Massenmedien, da werden wir selten zu Wort kommen oder wenn in Talkshows dann in 1:4 Konstellationen versucht zu zerreiben. Aber Sie können sich ganz transparent informieren über YouTube. Es gibt keine Partei, die so transparent mit ihren Inhalten umgeht, die auch ihre Parteitage immer live streamt, damit jeder genau zuschauen kann. Wäre der Dr. Rainer Rothfuss von der AfD heute in der AfD oder doch in der CSU, wenn 2011 bei der OB-Wahl in Lindau er nicht den Rückzug gestartet hatte? Es ging damals um den Bahnhof, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das war für Sie der Moment, wo Sie dann die Richtung gewechselt haben. Wenn das alles nicht passiert wäre und Sie hätten kandidiert, Sie wären gewählt worden, dann wären Sie heute für die CSU aktiv in Lindau. Ja, das ist meine persönliche Geschichte. Ich bin 13 Jahre in der CSU gewesen und 2011 die Entscheidung, den Bürgerentscheid aufzugeben, kurz vor der OB-Wahl, nur um diese gewinnen zu können, war die Entscheidung der CSU. Es war nicht meine Entscheidung. Ich bin damals nicht mitgegangen. Ich
habe ganz klar zu meinem Wort gestanden und persönlich, charakterlich habe ich mich nie verändert, auch von der politischen Positionierung her, habe ich mich nie verändert und in der AfD bin ich jetzt in der Mitte und bin herzlich willkommen. In der CSU gelte ich jetzt als Paria, wobei das natürlich auch nur Schaukämpfen nach außen ist. Hinter den Kulissen verstehen wir uns und wissen, was unserem Land eigentlich gut tun würde. Die Werte der CSU damals, die für Sie da auf der Grund waren, in diese Partei zu gehen, für diese Partei zu kandidieren, diese Werte, wie Sie gesagt haben, haben Sie mitgenommen in die AfD. Und dort, wollen Sie jetzt sagen, haben Sie die gleiche Wertigkeit wiedergefunden. Ja, richtig. Also für mich war schon damals Eintritt in die CSU wirklich festgemacht am C. Ich wollte, dass die christlichen Werte in unserer Gesellschaft hochgehalten werden. Und dazu zählt für mich zum Beispiel auch ganz prominent der Lebensschutz, der Schutz ungeborenen Lebens. Und das hat die CDU-CSU bei der letzten Bundestagswahl komplett aus dem Programm gestrichen. Und da bin ich einfach mega enttäuscht. Diese CDU-CSU ist nicht mehr die, die sie mal vor 20 Jahren war, als ich eingetreten war. Und die AfD steht heute zu diesen Punkten. Und deswegen muss ich sagen, der Mainstream wurde massiv und durch mediale Manipulation nach links verschoben. Und wer es jetzt immer noch wagt, einfach bei konservativen christlichen Positionen stehen zu bleiben, so wie wir von der AfD, wird mittlerweile dämonisiert. Und das mache ich einfach nicht mit. Ich bleibe bei meinen Standpunkten. Würde bedeuten, hypothetisch, wie wir gesagt haben, dass Rainer Rotfuß damals in der CSU-OB-Wahl hätte mitgemacht, hätte gewonnen, wäre jetzt OB für die CSU, weil Sie gesagt haben, die Werte stimmen heute nicht mehr, dann würden Sie zumindest nicht vom OB-Amt, aber aus der CSU austreten. Wahrscheinlich würde ich so gemacht haben, aber ich habe keine Freude am Absturz letztendlich der CDU-CSU, die ihre eigenen Ideale verrät. Wir als AfD würden gar nicht existieren, hätte diese Partei einfach ihre Arbeit ordentlich gemacht. Wäre ein eigenes Thema, worüber man sich zum Schluss ganz kurz, die Medien stehen in der Kritik, Sie hatten es zu Beginn in dieser Stunde gesagt, Dr. Rainer Rotfuß von der AfD, wo ist Ihr Problem mit den Medien? Ihr persönliches, aber auch der AfD. Ich sage einfach, die Medien sind wirklich ein Machtinstrument in einer Gesellschaft und es kann nicht sein, dass die Medien sich vereinnahmen lassen von einer Seite und definieren. Wo lassen sie sich vereinnahmen? Sie lassen sich vereinnahmen, zum Beispiel beim Setzen solcher Standards wie Gender ist gut und muss jetzt heute befolgt werden oder Klimaschutz ist eine Pflicht, die nicht mehr hinterfragt werden muss und wo auch die Frage nach den Kosten und Bürden für die Bevölkerung gar nicht mehr gestellt werden darf. Oder Waffenlieferungen bringen Frieden, während bisher immer klar war, Diplomatie momentan, ist die Grundlage. Momentan wird sehr stark über eine Struktur von öffentlich-rechtlich ARD und ZDF nachgedacht. Der bayerische Ministerpräsident, CSU, Ministerpräsident Söder macht sich hier besonders stark. Glauben Sie, dass Bedarf besteht, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen hier reformiert werden müssen? Ja, weil an Sie eben eine viel höhere Messlatte gesetzt wird. Denn Sie bekommen ja Milliardenbeträge von den Bürgern. Und der Bürger kann sich ja der Zahlung dieser Beträge nicht entziehen. Dann hat er aber auch das verdammte Recht, entsprechend sachlich informiert zu werden. Und wenn dann private Sender wie Radio Allgäu Hit erstmal diese Lücke füllen müssen, dass der Journalismus auch wirklich sich mal mit der AfD auseinandersetzt, einen Mandatsträger wie mich zu Wort kommen lässt, dann ist es einfach nicht okay. Da erfüllt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht seinen Auftrag. Danke, das war diese Stunde am Ende mit Dr. Rainer Rotfuß von der AfD. Danke, ich wünsche Ihnen auch alles Beste für Ihre Arbeit.